zusammen mit Mitarbeitern des Gütersloher Zimmereibetriebs Holzbau Vorderwisch haben wir von der Redaktion der Zeitschriften Bauhandwerk und Dach und Holzbau eine ganze Reihe recht unterschiedlicher Latthämmer getestet. Latthämmer gibt es im Zimmererhandwerk seit Jahrhunderten. Dieses Exemplar hier ist beispielsweise 150 Jahre alt und hat einen Holzgriff. Das Spektrum reicht vom Feierabendhammer als Spaßhammer über Hämmer mit einem Magazingriff, was ab und zu tatsächlich auch mal funktioniert, meistens aber nicht, über Latthämmer, die es im Baumarkt zu kaufen gibt, die allerdings für den Baustelleneinsatz im Zimmererhandwerk untauglich sind. Und dann kommen wir ins Profisegment. Hier beispielsweise ein Rohrstielhammer von Picard, so wie ihn mein Vater auch in den 1950er Jahren benutzt hat. Über eine edle Variante mit einem Griff aus Lederscheiben als Ganzstielhammer. Hier die Variante von Paddinghaus mit einem Gummigriff oder das Pendant dazu von der Firma Estwing. All diese Hämmer haben wir zusammen mit Mitarbeitern der Firma Vorderwisch ausprobiert. Von Picard haben wir zwei Hämmer getestet. Einmal den Klassiker, den 790, und den neuen 790,5. Was bei dem 790,5 sofort auffällt, wenn man ihn in die Hand nimmt, ist sein geringeres Gewicht. Schaut man sich den Hammer etwas genauer an, erkennt man schnell, wo im Vergleich zum Klassiker die 100 Gramm Gewicht eingespart wurden, nämlich an der Einschnürung am Hammerkopf. Ja, wir haben mit den Jungs von der Bauhandwerk jetzt hier mehrere Hämmer zusammengetragen, haben auch einige getestet. Einige sind bei uns aus der Firma und wir reden also hier über den klassischen Zimmermannshammer, den wir also kennen mit der Spitze, hauptsächlich hier in der Gegend verbreitet. In Amerika oder so sind dann mehr diese Hämmer bekannt, die bei uns als Tischlerhammer bekannt sind mit der runden Spitze. Der Zimmermann hier in der Gegend liebt seine Spitze, um den Hammer ins Mauerwerk zu beseitigen oder während der Pause den Hammer mal reinzuhauen und sagen, jetzt gibt es erstmal ein Bierchen. So, wir haben das unterteilt. Einmal gibt es die klassischen Hämmer mit einem Stahlrohr, was bei uns in der Firma nicht ganz so beliebt ist, weil wenn dann der Zimmermann mal daneben haut, das Stahlrohr hier unten Knicke kriegt und nach einer Zeit der Hammer sich dann von alleine verabschiedet. Alternativ dazu gibt es halt diese geschmiedeten Hämmer, die ein durchgängiges Teil haben, wo also der Griff und der Kopf in eins ist, die natürlich relativ beliebt sind, auch wesentlich schlanker sind. Und dann haben wir hier noch die besagten Hämmer aus dem Baumarkt, die aus Plastik. Das ist ein Kunststoffgriff, der angeblich laut Aussage des Herstellers aus zig Millionen kleinen Fasern besteht. Die sind hier oben eingeleimt. Ja, für einen Heimwerker was. Und wenn man hier nebenhaut, man sieht das auf dem Bild vielleicht, lauter Macken, lauter Rivelungen. Nicht ganz so das Klassische für den Profi. Bei uns ist so, dass sich jeder Zimmermann seinen eigenen Hammer aussucht. Der eine braucht ein bisschen mehr Gewicht zum Nageln. Wir haben also hier fast zwei identische Hämmer. In dem Fall von Picard. Solche ähnlichen gibt es auch von Paddinghaus mit diesem hübschen Ledergriff. Den gibt es einmal, man sieht es kaum, von oben vielleicht, in der schwereren Form mit 790 Gramm und einmal in der geschliffenen Form. Dann ist hier so eine kleine Ausbuchtung an beiden Seiten, dann ist der Hammer ein bisschen leichter. Wenn man den ganzen Tag auf dem Dach dicke Nägel reinhaut, wird der ein bisschen zu leicht werden. Darum wird der schwere schon lieber bevorzugt. Bei unserer Firma haben wir den Nachteil, diese hübschen Ledergriff, wo wir alle, als das vor 5-6 Jahren rauskam, sehr begeistert waren.
dass sich durch Abnutzung solche einzelnen Lederringe lösen und dann die Lederringe wackeln. Das lässt sich auch trotz dieser schönen Schraube hier unten nicht mehr nachstellen. Und bei uns dieser Hämmer in der Firma teilweise ausgetauscht worden, durch die gleiche Form, allerdings mit einem Kunststoffgriff. Die sind bei uns so das Nonplusultra, allerdings auch die hochpreisigsten um 80 Euro. Halten allerdings auch am längsten. Ja, ganz beliebt sind auch noch die ungefähr für einen halben Preis zu bekommenen Hämmer vom Peddinghaus. Die haben die ähnliche Bauweise, haben einen Kunststoffgriff und die gehen auch ganz gut. Hier haben wir noch einen Hammer aus unserem Fundus von 1800, schlag mich tot. Das war die Form früher mit eleganten Holzgriff, sehr anatomisch, seitlich verstärkte Laschen, weil auch früher hat der Zimmermann mal daneben gehauen. Ja, wir hatten hier verschiedene Hämmer zum Testen. Ich hatte am längsten diesen hier. Das ist ja von Picard. Das ist ein relativ schwerer Hammer. Also für Richtarbeiten sehr angenehm. Der einzige Nachteil, was dieser Hammer hat, diese Lederumwicklung, die sich halt nach einer Zeit wohl lösen können. Und von der reinen Verarbeitung oder von der Arbeitsverhalten her ist das schon sehr starkes Vibrieren im Griff. Was dann, ja, ich sag mal, ab so einem halben Tag natürlich dann irgendwo aufs Handgelenk geht und dann so ein bisschen unangenehm ist. Das ist natürlich bei so einem Hammer, der so ein bisschen einen weicheren Griff hat, viel besser gedämpft wird. Deswegen würde ich, glaube ich, eher mal einen vorziehen, der so ein bisschen einen weicheren Griff hat, dass er ein bisschen länger mit arbeiten kann. Ansonsten, was haben wir hier noch? Ein Peddinghaus. Der ist auch ganz in Ordnung, ein bisschen leichterer Hammer, ist aber von der Verarbeitung relativ gut, liegt auch gut in der Hand, ist auch von der Gewichtung her ausgewogen. Hier ist der Griff auch so ein bisschen rutschfester, also man rutscht nicht so schnell wie mit diesem Ledergriff. Und ja, Magnet haben sie beide, von der Verarbeitung her sind die beide eigentlich so in Ordnung, wie gesagt, die Karte haben wir also meine Wahl eigentlich ein bisschen besser. Ja, und hier haben wir dann noch einen Hammer mit automatischem Nagelspender. Nicht mal für Heimwerker zu gebrauchen. Wir haben vorhin eine halbe Stunde versucht, ihn zu beleben. Der Nagel soll hier kommen. Da kommt er. Und jetzt geht es. Jetzt soll der Nagel wieder kommen. Na, funktioniert nicht. Den kann man wegschmeißen.